Herzlich willkommen beim Bausimulator 2015 hier bei Let's Multiplay. Wir bauen heute das Steam-Gebäude. Mit dabei ist der Hidan. Hallo. Dann steht hier vorne der Smirnoff. Servus. Und der Matlax steht da vorne auf dem Muldenkipper. Gut, der spricht heute nicht. Hallo. So, oh. Sehr schön. So, und wir sehen hier nämlich schon oben, es gibt immer noch ein paar Bugs in dem Spiel. Zum Beispiel ist hier der Absitzkipper. Der schwebt bei mir hier gerade in der Luft rum. Sieht ein bisschen komisch aus. Sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Da hinten liegt noch ein anderes Teil. Ein bisschen merkwürdig ist das Ganze schon. Aber wir haben das Steam-Gebäude. So, weil wir ja alle bei Steam vorbestellt haben. Ne? Smirnoff? Ja, genau. Genau. So. Und wir fangen einfach schon mal an jetzt hier und das wird hier oben eine richtig schöne Stelle für das Steam-Gebäude, haben wir festgestellt. Denn weil ich sagen muss, im Dorf hätte es mir besser gefallen, oben auf dem Berg. Ja, das hat so einen Zweck, warum es direkt am Hang ist, das Gebäude. Damit man es das war gleich wie die Wegbuddeln, da rutscht wieder runter. Ja, das stimmt, das wäre eigentlich auch noch eine gute Option, ey. Wäre sogar sinnvoll. Kann man außerhalb buddeln? Ich würde es gleich mal ausprobieren. Außerhalb buddeln? Ja, wir müssen nicht machen, du weißt nicht, wo was noch gebaut werden muss. Ja. Weil du musst ja auch mehrmals verdichten, also das ist jetzt nicht die endgültige Größe hier. Richtig, wie groß ist denn der Auftrag überhaupt? Wir können jetzt den Auftrag aber eben hier kurz mal angucken, aktive Aufgaben. Er ist groß. Oha, Abschnitt 2. Dafür kriege ich nicht mal 200.000. Das ist aber echt wenig. Besorge zwei Flo, Banken. Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Ja, also wir müssen den Bereich öfter, öfter platt walzen. Oder verdichten, besser gesagt. Wie man so schön umgangssprachlich im Baujargon sagt. Umgangssprachlich. Das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Verdichte mal die Baustelle, Horst. Was meinst du denn mit verdichten? Ja, fahr mit der Walze drüber. Alles klar. Krieg ich hin. So, ja. Muss ich dazu dicht sein? Ja, das sind wir alle irgendwann mal ein bisschen, ne? Sind alle mal ein bisschen dicht. Oder nicht ganz dicht, das kann man natürlich auch dazu nochmal. Ich tippe für nicht ganz dicht. Ja, das tippe ich auch. Was ist denn das? Ist hier die Fahrbahnmarkierung ausgegangen oder was? Du meinst an den Zebrastreifen da vorne? Ja, vorm Zebrastreifen, wo so ein Mittelstreifen ist und wo einfach so ein Punkt ist. Ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein. Ja. Oh, jetzt leckt es bei mir. Ja, stimmt, du läufst auch. Du machst das ist halt noch der Rest vom ersten Streifen. Ja. Oder so. Da kriegt man einmal in Facebook eine Nachricht und schon leckt's. Oh mein Gott. Ja, aber es sieht bei dir auch sehr witzig aus gerade. Es sieht bei dir aus, wenn du den Moonwalk machst. Ja. Oh, ach, das Spiel ist abgeschmiert. Wer hätte es gedacht? Super. Und Madlex macht Breakdance. Sehr schön. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt schon den ersten Part vom Verdichten haben wir schon gesehen. Also Hidan ist ja sowieso immer der Einzige, der arbeitet. Was? Du bist immer der Einzige, der arbeitet. Ja, irgendwie macht ihr nur Scheiß. Naja, zum Beispiel Absitzkipper kaputt. Tada! Oh, jetzt haben wir schon 7.000 fürs Verdichten bekommen. Das ich habe 28.000 bekommen als Bauherr. Mist. So. Jetzt sehe ich nur noch Hidan auf dem Server. Ja, jetzt müssen wir zum Baustoffhändler fahren. Und Achtung, ich connecte. Pritschenwagen mit Kran. So, ja, dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir die ganzen Sachen vom Baustoffhändler geholt haben und zeigen gleich den nächsten Abschnitt. Genau. Juhu. Bis dann. Yeah. Macht's gut. Bis gleich. Ja. So, wir sind zurück auf der Baustelle. Solltest das Rohr nehmen, nicht das unterm Rohr hochheben. Das ist doch nicht hier. Ich fahr mal den Pritschen. Das wollte ich ja eben gerade auch schon machen. Ich muss die ganze Zeit. Ja, also wir sind jetzt hier auf der Baustelle zurück, hier beim Steam-Gebäude. Und oben im Kran, also im Drehturmkran, sitzt jetzt gerade Smirnoff. Ja, Servus hatte ich schon. Ja. Ja, das ist okay, Smirnoff. Du darfst gerne verwirrt sein ein bisschen. Ja, Okay. Wie kriege ich das Ding nochmal eingefahren? Ach, leck mich doch. Hochlenken. Ja. Was meinst du jetzt? Ah, nee, zur Seite lenken mit den anderen Knopf. Nee, gut. Das ist immer. Naja, so wie du. Warte mal. Ich bin total verwirrt, Leute. Hilfe! Du steuerst damit WSAD und die anderen Tasten sind bestimmt die Pfeiltasten gewesen, oder? Ah, ja. Ah, so geht das. Da musst du seitlich drücken, das ist so sein. Nee, so, wir müssen jetzt hier für den zweiten Abschnitt vom Steam-Gebäude mussten wir ein paar Sachen beim Baustoffhändler einkaufen.
Und ich habe ein bisschen Angst, deswegen bin ich auch ein bisschen weiter weg vom Drehturmkran, weil Smirnoff drin sitzt. Ja. Ach Das ja. macht man immer so ein bisschen. Ja. Ich will nicht sagen, es bereitet mir Bauchschmerzen, aber es ist schon ein bisschen beängstigend, das so zu sehen. Aber eigentlich kriegt es ja, glaube ich, ganz gut hin, sehe ich jetzt gerade, ja. Ja. Noch, ja. Ist immer das Steam-Gebäude, da können wir auch ein bisschen. Also Steam-Bürogebäude. Nein, es ist ja nicht mal das Steam-Bürogebäude, sondern es ist ein Bürogebäude mit in Form vom Steam-Logo, Form von genau. Ja. Steam. Ja, was das auch immer für ein Architekt war, der die Ja, Leute hier wahrscheinlich kein beraten hat. guter. Im Endeffekt, wenn du Ach, guckst, das das ist ist nur ziemlich echt. klein, das Ach so, Gebäude hier stimmt, man nochmal. sieht ja den Umriss. Das ist der eine Kreis davon, das ist noch Ach nicht alles so, fertig, es wird ja ja. noch Und das was ist der eine gewalzt, Kreis also muss hier. ja noch mehr Wie kommen. viele Leute wollen hier sitzen? Zwei? Drei? Vier? Ich weiß nicht. So wie die Server manchmal Ja. konstant laufen, wird es hinhauen von der Zahl. Stimmt. Schmeißt man das Ding runter, das erkennt er nicht an. Das ist auch eine sehr kleine Abladefläche, ne? Nee. Du kannst loslassen. Ja. Das hat er schon erkannt gehabt. Nee, ist schon drinne. Die Okay. müssen nur noch die zwei anderen Dinger Hätte es natürlich auch draufschmeißen. parallel machen können, einfach. Und für den nächsten Abschnitt müssen wir, glaube ich, wieder walzen oder so, ne? Das ist ja ganz gut. Ich hole die Walze. Darf ich fahren? Ich möchte Walze fahren. Walzen. Mach doch. Ja, Und denk dran, das ist rückwärts ganz kannst du gut. auch walzen, ne? So, steigen wir mal hier ein. So. Oh. Ups. Was ist denn jetzt hier passiert? So. Ja, so langsam kriegst du den Kran Nee. hin. Der Kran ist so schwer. Guck mal. Ja, das Gut, ist doch dabei ganz das gut. nächste Zeug. Mach den Baustellenbereich frei. Ah, jetzt, okay. Ah, siehst du. Jetzt steht schon das erste. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Jawohl. walzen hier. Verdichte den markierten Bereich auf der Baustelle. So, verdichten ist jetzt. So, dann fangen wir doch mal an mit dem Verdichten hier. Komm, Kannst du die Baby, ich Walze nehme an? dich am Haken. Du kannst ja schon mal das eine Kanalmodul an Haken So, hängen. verdichten ist Jo, mach ich. eingeschaltet. Jetzt fahren wir einfach mal los hier mit der Walze. Ist gar nicht so einfach zu walzen, finde ich. Also, was Nee, nee, das ist durch den beweglichen heißt. Ja. Knickpunkt vom Steuern her, das ist ein bisschen Aber. komplizierter. Ja. Deswegen fährt sich ja auch So, ich beim will ja nicht sagen, aber Landwirtschaftssimulator ich der kann eine das Traktor nicht so mit. bescheiden. Ich kann das Ding nicht mit dem Echt Kran nicht? nehmen, gell? User left your channel. Wirklich. Doch, Ja, es. wenn ich komplett. Ah, weil es falsch rum war. Das ist bei Kabeltrommeln bei den Dingern ein bisschen problematisch. Du siehst nicht, wo Oh. oben und wo unten Ich ist. verdichte auch hier sehr schön gerade. Das Problem ist, man kann sich ja gar nicht umdrehen hier, wenn man im Cockpit fährt. Ja, nur mit freier Sicht, aber das macht es bescheiden Ja. beim Fahren und mit dem Aber Ausringen ich herlenken habe und ungefähr die alles. Stelle jetzt hier getroffen. So. Verdichten wir weiter. Ich bin mal gespannt, ob Steam auf uns stolz wäre, wenn wir das abgeschossen haben. Den Auftrag. Nein, denke ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wie war es noch von. Es gibt doch dieses lustige Bild im Internet von Ja. Futurama mit Fry. Und dann steht: Shut up and take my money. Ja. Oder shut up, I Ja. have no money. Das könnte auch gut mein Lebensmotto sein. Mein Lebensmotto ist der von drei Dudelsack. Ja. Knall mich, ich bin verzauberter Böller. Ist das Bist du geil, was? aber. Knall mich? Knall mich, ich bin ein verzauberter Leckt das gerade nur bei mir? Ja, ich glaube, es leckt nur gerade bei mir ein bisschen. Ja, bei mir jetzt auch wieder. Bei mir läuft es flüssig. Ja, stimmt, Ja, der jeder hat den Server Serverinhaber. aufgemacht. Weil ich der Einzige bin, der kein Leben Haha! hat, um den das freizuspielen. So, also wenn der Bauherr mir nochmal auf den Sack geht, dann tue ich ihn Ja, alles ich hier sehe aufs schon, das Gebäude ist das drauf, ja. Kanalmodul ja schon passend platziert. Aus Walzen macht doch, also ich, wie gesagt, habe ich schon mal gewalzt, da habe ich das aber aus der Außenperspektive gemacht. Also Innenperspektive macht es echt noch viel mehr Spaß. Also ich hätte ja, doch, ich bin schon. Ich hatte das Keine Ahnung. von der E3 das Gameplay-Video gesehen. So eine Gameplay, gab es eine Gameplay-Demo an einige ausgewählte YouTuber auch. Und da wurde auch gesagt, so, das habe ich eigentlich nicht geglaubt, aber er meinte so, ja, also aus der Innensicht fahren macht echt noch viel, viel mehr Spaß. Und jetzt weiß ich auch, was er meinte damit. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze. Aber doch, doch, macht schon Laune.
Auch wenn ich hier die ganzen Flöcke überfahren kann, von dem abgesperrten Bereich. Das ist schön, da fährt man mit der Walze. Das ist eine Walze, wäre ja schlimm, wenn du das nicht. Ich fahre die ja nicht platt, die bleiben ja stehen, ich kann nicht überfahren, aber die knicken nicht um. Wenn ich mit der Walze drüber fahre über so einen Flock, dann müsste der. Aber sei doch hoch, stell dir vor, der dran hängen bleiben. Hier, dann kann sich ja gleich mal vor die Walze stellen, mal gucken, ob. Was dann passiert, ich glaube, dann ist. Stimmt. Kann auch Smirnoff machen. Ja, ich sag dann immer, der Klügere gibt nach, deswegen fährt die Walze ja nicht weiter. Nicht so das, darauf also wollte ich gerade fragen, du? Ja. Ja. Wie sagte mein Vater immer so schön, dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Das zum Lebensmotto umgemacht. Das kann ich mir auch zum Lebensmotto machen, ja. Außerdem heißt das größte Motto ist immer noch Wissen, stimmt, das Wissen, wo was steht. Oder. Richtig. Oder wer nichts als Stroh im Kopf hat, fische zurecht in Punkten der Wahrheit. Verstanden. Ja. Wer nichts als Stroh im Kopf hat. Ach, den Funken der Wahrheit. Den Funken der Wahrheit. Oder den Funken der Wahrheit. Der oh, der nächste Abschnitt ist fertig. Sehr schön. Besorge einen Container. Der Container ist schon oben, wir müssen nur noch reinfahren. Ich kann nicht fahren, weil ich ihn dreimal gestückelt sehe. Ja, ich versuch's gleich mal. Okay, dann versucht's Flo. So, Moment, bei mir schiebt er auch noch in der Luft, aber. So. Jetzt einmal hier aussteigen. Ja, das sieht aber schon ganz gut aus hier. So. Oder wie unseren sehr südöstländischen Leute sagen: Yalla, yalla. Ja. Mach's gut, Flo. Nee, ich bin. Was? Ich hab's so fast geschafft, aber. Also bei mir ist der Container irgendwo da unten. Jetzt steht bei mir auch Last abgehakt, ja. Das ist dieser schöne Bug hier. Bei mir, ja, irgendwo oben, ne? Doch, kannst du, wenn kann du da hinkommst. Kann ich den nicht eigentlich mit dem Kran aufnehmen? Ich vermute fast, du kommst da nicht hin. So, gucken wir uns mal. Ah, so, jetzt. Ja, versuchen wir, ja, ich versuch's die Richtung zu kriegen. Nicht genügend Platz zum Aussteigen ist auch schön, ne? So. Jetzt bin ich ausgestiegen. Ich muss jetzt erstmal versuchen, den Baustoffcontainer zurückzusetzen. So, okay. Der ist jetzt zurückgesetzt. Jetzt steigen wir nochmal ein hier. Ja, liebe Leute, auch das ist ein schöner Bug hier im LS15 sei schon. Im BS15 heißt es ja korrekterweise, ne? Der Absetzkipper, also der ist manchmal ein bisschen buggy, ne? Wenn man das mal freundlich formulieren darf. So, wir sehen einen unsichtbaren blauen Schuttcontainer, der sich jetzt hier gerade auf unser Steam-Gebäude zubewegt. Ist Magic. Also ich bin David Copperfield, bin ich gerade. David Copperfield ist ein Scheiß dagegen. Ja. So, Bagger. Oh, ich kann baggern. Juhu. Lasst mich an den Bagger ran. Ah, wie war das Song von Mike Krüger nochmal? Bodo mit dem Bagger. Bodo mit dem Bagger. Ja. Der Bagger da so spät noch am Baggerloch, das ist Bodo mit dem Bagger, der baggert dann noch, ja. Ja. Wir müssen aber auch Kies wegschaffen, deswegen wirst du erstmal den Muldenkipper dann voll kippen, ha? Okay. Kann hier jemand den Muldenkipper schon mal ranfahren hier, an die Baustelle? Mach ich. Deswegen tue ich gerade den Container ja wieder weg. Ach so. Ja, den Container, da bagger ich nichts rein. Wir machen da nichts rein, dann kriegen wir den nachher nicht weg. Schmeißen hinter den Abhang runter. Aber ja. Ich lese das mal nach und nicht, dass wir wegfahren müssen. Ja, genau, das ist nämlich. Das wäre fatal. Dann. Diese. Augerüst. Diese. Schmeiß ihn weg. Ich schmeiß ihn. Braucht kein Mensch mehr, den Scheiß da, ey. Ja, also da drauf. So. Kannst du mal gucken, ob du ihn festmachen kannst. Das interessiert mich jetzt auch gerade. So, jetzt. Das ist immer eine kleine Stelle, die gebaggert werden muss. Sei froh. Ja. Bin ich auch. Unsere Zuschauer sind wahrscheinlich auch froh, dass ich nicht so viel baggern muss. Wobei die sehen. Die kannst du befestigen, nein! Wo kannst du ihn befestigen? Ist das geil! Container kannst du befestigen. Echt? Wo kannst du ihn denn befestigen? Auf den Britschen. Ach so. Okay. Geil. Ey, da kannst du ja mehrere Container auf einmal holen. So, warte, noch nicht abkippen, oder? Ich fahr mal ein Stückchen zur Seite. Was ist denn der nächste Auftrag?
Ah, die Kanonenmodule müssen dann da rein. Das ist doch ganz gut. Ja. Ja. Soll ich abkippen? Ja, mach einfach mal. Ist auch witzig, dass der Muldenkipper einfach so still stehen bleibt, wenn du da oben irgendwas reinkippst, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr realistisch auch, muss man sagen. Der wackelt nichts, ne? Wenn ich so eine Schaufel voll mit Kubik da, weiß nicht, wie viel da rein, da drin ist. Passt das? Von der Höhe? Ja, es passt. Okay. Ja, hau einfach drauf. Okay, ich sehe das halt nicht. Ich sehe halt leider nicht, wo ich das hinkippe. Bleib weg bei deinem Rohr. Lass meine Rohr in Ruhe. Wenn es da an der Wand drin hängt, bist du schuld. So, dann baggern wir mal schön hier. So. Da musst du aufpassen bei denen hier. So, jetzt mal gucken hier nochmal. Damit das Teamgebäude auch nochmal irgendwann schön. Ich bin mal so hoch konzentriert beim Baggern. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich bin Bodo mit dem Bagger. Ja, das ist doch nur einfach ein Loch. Aber der kann baggern. Stimmt, Bodo kann baggern. Der ja. Bodo, ja. Der Bodo kann baggern, ja. Ich kann nicht baggern. Doch, ich kann auch baggern. Anbaggern vielleicht auch mehr nicht. Ja. Auch das kann ich nicht so gut. Ich habe ja mein Frauchen jetzt zu Hause sitzen. So. Mal gucken, ab wann die Meldung kommt, dass ich. Boah! Oh, da haut der gegen das Rohr. Ist kaputt, ist das Rohr. Ja. Das kommt von, wenn man das damit so rumkreist. Ja, aber ich versuche hier wirklich haargenau zu baggern. Scheißegal. Hinten hast du noch eine Ecke. Ja. Um die kümmere ich mich jetzt. Guck mal kurz nach, ob es schon reicht, ne? Ob es schon reicht? Wahrscheinlich. Das sind nur 5 Kubikmeter. So. So, jetzt weiter baggern. Oh, ups. Ich reiß das Gebäude gleich ab. Das sollst du nicht. Wir wollen es ja bauen und nicht abreißen. Ja. Abreißen kommt später. Das ist dann der neue Abriss-Simulator. Ja. Das wäre geil. Demolition Company 2 mit Multiplayer. Ach, der kommt bestimmt. Hä? Ja. Der kommt bestimmt. Kommt hundertprozentig. Das war so geil, das Spiel. Ja, das Spiel war echt gut. So. Hat schon gereicht. Ja, echt. Wo soll ich den Schutt denn jetzt hinladen? Einfach irgendwo hinschmeißen, wo es keinen stört. Ja, vor allen Dingen, du hast den Schutt weggebracht. Die Erde. Ich kann es nicht auskippen hier. Meine Kranschaufel ist 100% voll. Ich kann es nirgendwo auch. Lass mich mal probieren. Schau mal aus. Oh, jetzt hast du es ausgekippt. Ja. Ins Loch rein und wieder ins Loch rein. Ein cleverer Mensch. ABM. Ja, aber wo soll ich. Komm mal ein Stückchen zurück, wenn du so Probleme hast mit der Wand. Wieso willst du denn da jetzt auslochen? Auslöffeln. Weiß ich nicht. Weiß hier, wo ich stehe. Gib's wieder rein. Warte, ich fahr mal ein Stück zurück. So. Gucken wir mal das Gebäude dabei von innen an. So. Und ich muss auch noch weiter baggern, ne? Ja. Ja, mach ich doch. Aber wo soll ich denn? Ich muss es ja irgendwo auskippen. Weiß einfach rechts neben dir, wo ich die ganze Zeit stand. Ah, jetzt geht's, okay. Ah, ich kann nur im gewissen Bereich das machen. Hier zum Beispiel. Also ich muss sagen, das Gebäude sieht von innen schön aus. Meine Rohre! Was machst du damit, Mann? Ich nehme die jetzt wieder weg. Mach du Unfug mit meinen Rohren. Ja, weil ich den Schutt nicht überall abladen kann. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Sieht das Gebäude von innen schön aus? Ja, schon groß. Okay. Also doch größer, als wir gedacht haben. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Das wird bestimmt eine Besenkammer oder eine Toilette, würde ich sagen. So. Natürlich sein, dass man Multiplayer auch gar nicht gefragt wird, ob man fertig aufhören will. Hm. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Oh. Aber Chef, falls ich übernehmen soll, ja? Ja, ach. Ich bagge das kurz hier aus, das ist ja nicht mehr so viel. Oder wolltest du jetzt, oder warum wolltest du übernehmen? Traust du mir nicht? Geht. Nimmst du eigentlich gerade auf? Ja, gell? Ja. Na klar. Und trotzdem traut er sich selber zu baggern. Ja. Ja, gell?
Ja, stimmt. In meinem, voll daneben gebaggert. in dem Single Let's Play habe ich ja auch nicht versagt. Ne, beim Baggern habe ich nicht versagt. Aber ich Doch, du hast immer wieder das Loch zugekippt. Habe ich echt? Ja. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Könntest auch 2 Meter einfach mal rückwärts fahren, wenn du keinen Platz hast. So ist es nicht. Wäre zu einfach. Ja, ich fahre jetzt auch noch, ich fahr noch mal ein Stück zurück. So. Das waren 2 Zentimeter. Jetzt. Ja, aber es ist ungefähr bei 80% sind wir jetzt schon. Oh, großer Bausimulator Gott, bitte gib Flo die Kraft, endlich überspringen zu können. Wahrscheinlich machen die es mit Absicht, weil sie jetzt wahrscheinlich haben die irgend so einen Pfeil am Laufen, wo man sieht so, oh Gott, ey, da kann einer nicht Ah, baggern, Kim Jong Floden, der ey. alte Sack wieder. Den lassen wir bis zum Ende baggern, bis zum bitteren Ende. Selbst bei Wie 100%. lange lassen wir den baggern? Ach, mach bis 110% dann. Und danach gibt es noch eine Meldung, bitte fahren Sie den Schutt weg. Ich bin Du immer spielst auf. du Jenga mit den Rohren oder was war das? Ja, ich wollte Halma spielen. Halma. Ich spiele Hallenheimer. Hallenmikado. Hallen-Hallen-Mikado. Oder kennt ihr Beamten-Mikado? Hä? Der zuerst ein Schiff verliert. Ah. Zum Glück ist hier keiner von uns Beamter. Ich gucke uns gerade alle Beamte zu, weil die nichts zu tun haben. Also, liebe Stadtverwaltung, ich bräuchte da nochmal. Ich habe schon gehört, dass Tidan gerade den Pokémon-Soundtrack hört. Nein, nicht so nicht. No. Hast du schon gehört, du musst das Themenspeak oder was? Ja, man hat es ein bisschen gehört. Vorhin, ja. Ah. So. Na, hallo? Jetzt kann ich den. Oh, jetzt kann ich den nicht mehr bewegen, ja. Hallo? Hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Nee. Ich kann Einfach ihn. auskippen. Geht auch nicht. Dann zurücksetzen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, warte mal. Oh, jetzt war gerade so viel Prozent gemacht, jetzt ist alles wieder weg. Nee, das Problem ist, manchmal hängt sich die Schaufel einfach fest. Ich weiß nicht, ob das nur. Das ist wahrscheinlich mein Person. Entweder hast du Alkoholentzug oder du sitzt jetzt nur so. Nee, ich muss einfach mal ein Stück zurückfahren. So. Endlich. Ich habe was rausbekommen hier aus dem Loch. Das bei 7 Days to Die ist es einfacher. Stimmt, da Damit gibt es ja auch keinen Bagger. Nee, stimmt. Da habe ich nur die Spitzhacke. Mehr nicht sagen, aber du baggerst die ganze Zeit außerhalb des Loches. Echt? Ja, du hast da kilometerlang Krater davor gemacht. Von hier Ich. oben sieht man das schon. Wahrscheinlich werde ich morgen auch entlassen direkt. Dann darf ich nie wieder arbeiten für Steam. Warum ist das für Steam? Naja, wir machen den Auftrag ja für Steam gerade. Ja. Naja, also ich arbeite für dich, ja. Wenn es doch einfach links hinkippen. Links? Ich hab Bagger, das ist doch links hin. Also rechts, also ja, ich gucke von oben, also von rechts von dir gesehen. Das andere links meinst du, ne? Das andere links, genau. Ja, wenn du dich ganz nach links drehst, dann bist du ja irgendwann rechts. Ja, stimmt. Logik heutzutage ist der Hammer, der Hammer. Ja, aber ich müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Wenn du nochmal ein Stückchen nach vorne fährst, dann kriegst du eine schöne Schaufel. Jetzt So? nach rechts. Ja, nach rechts noch ein bisschen. Rechts, rechts, rechts. Und jetzt runter. Jetzt hier runter? Okay. Ja. Das müsste nämlich komplett fertig sein. Da Ja. schon. Siehst du? Sehr gut. So. Dann hau mal ab mit dem Bagger. Mach ich. Warte, ich gebe noch die Schaufel aus hier. Ah. Oder auch nicht. Und Feuer frei! Alter, Oh, was ist. fertig. Was hast du denn da gerade gemacht? Jetzt Jetzt müssen kannst du die Kranrohre reinschmeißen. Ach so, mit dem Bagger meinst du, oder willst du es mit dem Bagger reinschmeißen? Nein. Oh, geht das? Mal gucken. Mit Bagger kannst du es auch machen. Muss die Schaufel nur klappen und dann kannst du die Kanalmodule auch tragen. Aber das eine Kanalmodul liegt noch. Ach doch, liegt schon richtig, okay. Was passiert, wenn ich die Ladung zurücksetze jetzt? Nichts. Okay.
Ja, auch das geht. Das ist wahrscheinlich sogar noch fast. Ah, es hätte fast geklappt. Ja, ja. Soll ich mal eben versuchen, die zurückzusetzen? Ah, was? Jetzt sitzt er. Ist doch drin. So. Die andere Ladung kann ich nicht zurücksetzen. Alle guten Dinge kommen von oben, gell? Hä? Was? Wo? Na, lass mal fahren. Kommt's? Ah, jetzt. Ja. Brauchen wir, soll ich den Betonmischer holen? Ja. Musst du auf jeden Fall ordentlich dran fahren. Mhm. Also das Ding ist mir sau schnell alle, die Betonpumpe. Okay. Also nicht so wie im 13er Teil, wo man unendlich pumpen konnte. Nope. Du musst vor allem rückwärts an mich ranfahren. Ja. Warum fährt er jetzt nicht? Einen Grund, warum du nicht fahren willst? Ja, weil wir beide im Fahrrad aussahen. Ihr seid beide gleichzeitig eingestiegen, ne? Ja, oder? Wir sind beide gleichzeitig eingestiegen. So. Hier ist eine gute Stelle, würde ich sagen, oder? Ja, da kann ich auch nach vorne fahren, oder? Hä? Schön weit nach vorne fahren noch. Weißt du, wie groß die Pumpe ist? Ja, deswegen sage ich sie. Warte mal, da vorne sind auch noch, sehe ich gerade. Ja, die habe ich gar nicht gesehen, da war der Bagger für mich im Weg. Ach ja, der Bagger. Betonmischer. Der ist ja schon da. Nee, ja, genau, das ist es. Ja, du bist da. Was machst du denn da, Hidan? Ich muss ein bisschen mich umsetzen, weil hier drüben auch noch was ist, sonst komme ich da vielleicht nicht ran. Ich habe jetzt genau hier vor der Eingang. Uwe, geh ich immer Licht. Licht geht nicht. Es gibt ja kein Licht. Weißt du überhaupt, wo du mich beladen musst? Von hinten. Weißt doch wo an dem Teil. Weißt du, warte, warte, Achtung, jetzt kommt die Superfunktion. Achtung! Warte, du musst noch ein Stückchen zurück. Ja. So also bleibst du stehen. Ich sagte, aber belad mich mal, ja. Ich bin gerade leer, sehe ich gerade. Ja, läuft rein. Jo, geht voll. Ich dachte, stopp. Okay. Oh, haben wir überhaupt schon den Stahl? Nee, gell? Ja, noch nicht. Kannst du auch noch nicht, weil erst wenn der Auftrag kommt, liegen die Stahldinger da. Ach, stehen die, liegen da. Kannst du aufhören. Baustelle okay. Oder wo liegen die dann? Am Stahlwerk sind die dann. So. Oh, erstmal einen Schluck nehmen, ey. Ich guck mir das alles von oben an. Von oben kann man sich schön angucken. Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich auch nicht rankommen werde an den hinteren dort. Ach, da ganz hinten müssen wir gießen. Wo müssen wir denn gießen? Ja, hier links und rechts. In die Rohre rein. Okay. Gucken wir uns mal eben an von oben. Achso, in die Rohre rein müssen wir? Ja. Oha. Ich komme gar nicht ran. Jetzt sag ich doch. Ach, dann jetzt kommt die geilste Funktion. Pass auf, guckst du hoch? Ja. Klick. Ui. Da fährt der Rüssel aus. Ja. Ja, komm, lass mal ein Stück hier runter, noch ein Stück runter, noch ein Stück runter. Noch ein Stück runter, noch ein Stück runter. Ja, komm, Ernst, hier, Ernst, komm, noch ein Stück runter. Ja. Passt gar nicht, komm, wirklich gar nicht ran. Als zwei, falscher Knopf. Weg, kannst du reinschnicken lassen. Rechtzeitig runter machen. Ja, stimmt, muss noch ein bisschen runterfahren. Oh ja, jo, nein, fast. Daneben, stopp. Ich muss ein Stück zurück. Ich sehe das von hier oben ja ganz genau, wann du drüber bist, wann nicht. Ich glaube, muss noch ein Stück zurück. Ja, jetzt fließt es rein. Sieht aber auch schon voll aus, ne? Ja, müsste. Mal gucken, ob ich an die anderen noch rankomme. Ah, da drüben müsste ich auch rankommen. Ich kann mal gucken, ob ich was von oben sehe. Da sieht aber auch schon so, als schon was drin wäre. So, der ist jetzt gefüllt. Füllen sich vielleicht mehrere? Ja, so wie es aussieht, füllen sich wirklich da mehrere. Die hinteren hier sind noch leer, sehe ich gerade. Ja, aber ich denke mal, wenn du die machst, die reichen dann. Wirklich? Das eine ist auch schon wieder voll jetzt, ne? Ja. Die sind alle, glaube ich, voll, oder? Ne, der eine hintere ist noch nicht voll. Da ist noch nichts drin, wo ich jetzt gerade stehe, ne? Siehst du das? Da habe ich dich zusammen wieder.
Ach so, du machst da hinten jetzt gerade. Ach so. Ich stehe. Ah, ich kann auch. Ich stehe vorne bei denen hier, guck da rein und warte, dass einer kommt, aber nein. Ah, jetzt klappt er. So? Was macht. Wo führt es denn gerade rein? Versuche gerade da reinzukommen, aber irgendwie klappt er den Arm nicht ein. Vielleicht, weil der Kran im Weg steht? Nee. Nee. Ja, weit weg. Ja. Darf ich mal versuchen? Oh, wenn du aufs. Falscher Knopf. Ich muss nochmal zurück machen. Wenn du kannst. Nee, nicht reinmachen. Das ist weit, weit weg. Bist das du. Doch, läuft doch rein. Wird doch voller. Lol. Echt? Natürlich. Schiss. Ja. Aber ich kann den gerade echt nicht einklappen, aus irgendeinem Grund. Wie viel Prozent hast du noch, wie viel Beton hast du noch drin bei dir? 80. Achso. Mach ich erstmal da hinten. So den Kran durch. Auch geil. Natürlich. Wenn das so ist, dann ist es die physikalischen Gesetze der Physik für mich zu beanspruchen. Komme ich jetzt immer weiter nach vorne? Mache ich irgendwas falsch? Also nach links musst du noch. Soweit, ich wäre noch viel weiter gekommen, da hinten sehe ich gerade. Bist sogar fast drüber. Bist sogar genau drüber. Ja. Guck, guck. Sei mal drin. Jetzt nicht mehr. Der da ist jetzt auch voll. Da haben wir unsere Leichen verbuddelt. Der ist jetzt auch wirklich voll, ja. Der ist echt... So voll. Das könnte aber auch irgendwelche Abschlussstationen für Silvester sein. Ja, der fühlt sich jetzt auch. Jetzt fühlt er sich, ja. Jetzt ist er voll. Ja? Ja. Also sieht zumindest voll aus. Ich weiß nicht, ob das... Nee, nee, der ist voll. Ich sehe es auch von hier oben. Alle sind halt noch leer hier. Ja. Hört ihr kann was machen, aber ich krieg den Arm nicht eingeknickt aus irgendeinem Grund. Soll ich mal versuchen? Ja, also ich mach erstmal die ich rankomme. Genau, mach jetzt mal rein. Genau drüber bist du. Ah, ich kann, weil ich als Passagier einsteige, sehe ich die Kameraperspektive auch. Das ist natürlich super. Das ist natürlich noch besser, brauche ich gar nicht so. Der ist nur halb voll. Hat er nicht irgendwie nicht weitergemacht? Naja, egal. Bei mir ist er voll. Echt? Ja, bei mir war auch nicht voll. Ja, mal gucken, ist ja bestimmt gleich abgeschlossen, der Auftrag. Ach, jetzt ja. Knickt's ein, oder was? Jetzt knickt er wieder. Jetzt funktioniert wahrscheinlich, darf der nicht gestreckt sein, sonst kriegst du nicht geknickt. Das könnte gut sein, ja. Der sieht aus wie so ein Rüsseltier. Ameisen! Ameisen! Muss Ameisen noch sorgen. Ja, der hat einen neuen Spitznamen. Der Schnüffler. Jetzt füllt er sich nicht mehr. Ja, der ist voll. Ja, nee, jetzt füllt er sich nicht mehr. Stimmt. Egal, muss ja nur noch ein oder zwei Rohre machen, das war's dann. Ja. Ich nenne ihn liebevoll den Kolibri. Weil den Nektar nicht raussaugt, sondern reinsaugt? Nee. Ich nenne liebevoll den Derpy-Kolibri. Flo willst du dich immer da hinstellen? Möchte ich so gerne eine Schelle hier mit dem Ding geben. Ja, ich glaube, danach stehe ich aber nicht mehr auf. Dann könnte mich da im Beton irgendwo mit eingießen im Steam-Gebäude, glaube ich. Also irgendwie geht es immer weiter weg. Ja. Das Gefühl habe ich auch gerade. Aber er ist gleich fertig. Obwohl er immer weiter weggeht. Ja, das habe ich auch gesehen. Da bist du schon fertig. Jetzt musst du noch hier hin. Ja, das Steam-Gebäude. Dem schönen Steam-Logo. Fehlt da nicht irgendwie noch? Ist das Steam-Logo wirklich nur? Nur drei Kreise mit einem Strich dazwischen. Ja, okay. Dann machen wir das Symbol unten an. Ja, stimmt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass da vielleicht noch oben so die zwei Türmchen noch so drauf kommen, wie jetzt bei dem Symbol. Ist auch so eine Abhebung dran. Ja. Also. So.
Kannst du mich noch auf, bevor du den Betonmischer wegfährst? Was denn? Noch auffüllen, bevor du den Betonmischer aus dem Bereich fährst? Ja, mach ich. Dachte, stopp. Du musst nur aufklappen eben, ne? Okay. Du stehst so nah dran, ich kann nicht aufklappen. Bei mir. Aber du kannst auch durch die Decke durchfüllen, das geht genauso. Geht sogar schneller. Reicht. Echt? Okay. Ja. So, die Hälfte vom Beton fällt schon mal daneben. Erster. Mist. Du hast ihn einfach nur zurückgesetzt, du Cheater. Ey. Nein. Nein. Dann wollen wir zum Stahlwerk springen, ja. So, dann melden wir uns ja wieder, wenn wir beim Stahlwerk alles aufgeladen haben, ne? Ich glaube, das lädt das Stahlwerk selber auf. Achso. Ja, dann melden wir uns ja hier zurück, wenn wir mit dem Stahl zurück auf der Baustelle sind. So rum. Bis gleich. Ach nee, vom Baustoffhändler. So, wir sind zurück an der Baustelle und laden jetzt hier im Kran. Ich sitze mal im Kran ganz oben. Wir haben alle haben Angst und sind weggelaufen hier. Haben wir das Stahlgerüst jetzt mal ab hier mit dem für Steam-Gebäude. So, oh, ich habe die untere Last angehakt. Hups. Ja gut, dann mit dem. So. Ein Brötchenwagen hat er natürlich auch am anderen Ende der Baustelle hingestellt, damit er ja nicht schnell arbeiten muss. Wir sind hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Außerdem gibt es ja auch keine Flucht bei mir. Wo muss ich das überhaupt hinladen, das Zeug? Hier, wo ich stehe. Wo stehst du denn? Hier auf der kleinen Karte unten. Ach da, okay. Jetzt sehe ich dich auch. Nicht hier oben drauf, hier unten hin. Ich bin hier oben drauf gegangen, um in Sicherheit zu sein. Achso. Ja. So. Kannst du irgendwie auch mal nicht mehr drauf? Das kann fallen. Man gar nicht mit dem Kran anhängen, oder was? Was fallen? Fallen lassen? Okay. Boing. Ah doch, jetzt geht's. Ich kann das andere holen. Ja, da ja. Schwenke ich jetzt auch mal kurz hin. Ich hab sie wieder draufgeladen. Das hat geklappt. Aber es sieht schon cool aus hier oben. Ich habe zwar ein bisschen Angst, wenn ich hier oben sitze. Also ich glaube, ich wäre kein guter Kranfahrer. Was ist denn jetzt los? Setz mein Bagger zurück und... Ach, herrlich ist das. So, schnapp's dir. Komm, schnapp sie dir alle. Da war gerade der Trigger. Warte. Jetzt. Sehr gut. Das ist Teamwork, ey. Also Multiplayer macht der Bowser mal dann... Du weißt doch, was Team bedeutet, oder? Nein. Toll, ein anderer macht's. Ja. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man Teamleiter ist. Nur Aufgaben delegieren den ganzen Tag. Oh. Willst du überhaupt hin? Ja, ich hab falsch... Okay, wunderbar, das Gerüst muss man aber eigentlich auf den Boden stellen. Lass fallen. Fertig. Mach den Baustellenbereich. Ja, ich bin ein guter Geselle. Ich kann jetzt einen zusätzlichen Vorarbeiter einstellen. Juhu. Den brauchst du auch. Ja. Willst du mit der Pumpe basteln, was? Ja, gerne. Die kann ja auch mal. Hier, Smirnoff stelle ich aber hier hin. Da kommst du an beides ran. Achso, Smirnoff will pumpen. Okay, ja, dann kannst du mal. Nee, auch. Mach du die Pumpe. Ich hol den Beton. Das ist nur. Ich mach dann die dritte Pumpe. Okay. Kommt nochmal eine dritte? Na klar. Jetzt ich schon. Ich hab das nicht so weit gelesen. Wo ist eigentlich unser Pausenraum hier? Haben wir nicht. Ein Pausenraum? Da was ist Pause? Das stimmt, da war ein Bauwagen wahrscheinlich, ja. Jetzt sehe ich ihn auch gerade. Das ist meine Privatkabine. Ja, seid nochmal freien Himmel. Ah, die Rundunterleuchten gehen mir auf den Keks, ey. Kannst du die ausschalten? Ja, ich hab sie auch schon ausgeschaltet. So. Weil die jedes Mal angehen, wenn du reingehst. Noch ein Stückchen zurückfahren. So, jetzt drück mal, hast du einen Controller in der Hand, Flo? Nein, ich spiele mit der Tastatur noch. Dann weiß ich nicht, wie du hinten die Klappe aufmachst. Achso, mit X wahrscheinlich. Ne, mit Y. Zack. Aber das ist bei mir schon bei 100%, ne? Drück nochmal X, du hast aus dem Pumpe aktiviert. Ja. hab ich jetzt auch gerade gemerkt. Aber wolltest du dich ja hier selbst einbetonieren, oder was? Ja. Ich will nicht mehr leben. So. Ich hier so eine Mafia machen, oder? Wir haben hier Beton, wir haben hier Betonpumpe. Flo, wir haben Bagger. Sieht komisch aus, wie du ausklappst. Echt? Merkwürdig aus. Weißt du, ernsthaft, habt ihr in der Wirklichkeit mal so ein Teil gesehen schon? Nein. Ja,
Sau oft. Noch nie so ein Teil gesehen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Nee. Noch nie. Ich gehe auch nie nach draußen. Das ist dazu, aber trotzdem. Ich wusste noch nicht mal, dass es so ein Teil überhaupt gibt. Nee, das wusste ich auch nicht. Da gibt es verschiedene, da gibt es die 30 Meter so, und sowas, 60 Meter Dinger. Richtig geile Teile. Ah, das füllt rein. Vor allen Dingen schönste ist, wenn die Dinger verstopft sind. Hier? Ah ne, warte mal, da ist auch schon voll. Der hintere muss, da musst du rein, hier, wo ich jetzt stehe. Okay. Moment. Du hättest aber nicht zuklappen müssen wieder. Nee, ich... Boah, es ist schon einfacher, mit dem Ding zu arbeiten. Wenn man die Knöpfe hinkriegt, ja. Ja. Willst du ihn jetzt einbetonieren? Ja, weil da komme ich, glaube ich, gar nicht. Doch, du kommst nochmal, du bist noch komplett, noch nicht gerade gestreckt. Ah, jetzt sie. Höher. Mach mich gerade drin. Höher. Jetzt nach vorne ein Stück. Nach vorne? Bin mit dem Schlauch. Komme ich noch weiter hier? Nee. Ah, das hast du noch ein Stückchen. Du kannst doch den, den großen Kran, den du am Anfang ausgeklappt hast, noch nach vorne lenken wieder. Als wenn du zuklappen willst. Da kommst du wieder nach vorne. Jetzt muss ich ihn noch finden. Drück einfach F1, das ist die ganzen Tasten. Ja, sehe ich auch gerade, aber ich weiß nicht, welche Taste es ist. Vielleicht die du noch nicht gedrückt hast. Ja, das ist doch eigentlich nur WASD. Gib's doch einfach hin, wenn es in der Nähe ist, reicht es doch schon. Also, ja, heb mal hoch, klapp nochmal das Rohr von der Eck. Das hier wegklappen? Klapp nochmal das Rohr, und jetzt klapp nochmal auf. Und dann versuchst du jetzt so zu treffen, dass du gerade drüber schwenkst und lenkst du runter. Runter. Solltest da reinfahren. Füllt sich doch schon. Ja, aber da wäre mit dem Rüssel drin gewesen, wäre einfach reingeklappt. Ah, jetzt. Hier auf dem Jahrmarkt. Ja, okay, ich verstehe was. Und einschalten. Oh nein! Es sind zwei Knöpfe, die du drücken musst. Zwei verdammte Knöpfe. Eben. Jetzt! Juhu! Füllt es sich? Nein, du bist völlig daneben. Nein, es ist voll. Es ist leer. Bis oben hin ist es noch leer. Nee, bei mir ist es voll. Ach, Leute. Das ist ein Zustand. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Ding, also muss das ja noch leer sein. Nee, bei mir ist das andere Ding noch leer. Warte mal. Wollte ich sagen, die anderen beiden. Das hier ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Das hier ist leer. Nee, ich bin der Host. Ich habe immer recht. Ich zeig das jetzt mal. Pass auf. Wenn du dich den einen Arm einklappst, du könntest viel mehr dann nach vorne kommen. Warte, schreib mal kurz aus, du sagst dir, welcher Knopf das ist. Warte. Moment. Ich mach's einfach auf die altmodische Art und Weise. So. Hast du? Ja. Dort nicht voll. Nee, aber... Schau mal aus, da zeig ich, guck ich mal, welcher Knopf das ist, den ich meine die ganze Zeit. Ach scheiße, da sehe ich jetzt oben die... Oh, warte mal jetzt. Was ist das? Wie? Das? Das ist die Hupe. Das ist doch nicht die Hupe, oder? Doch, du hupst gerade. Oder hupt Smirnoff gerade. Ja, ich hupe, mir ist langweilig. Ich will ein bisschen Verwirrung stiften. So kann ich den jetzt nicht bewegen, ist er jetzt still. Ach, jetzt geht's doch ganz langsam. Wenn du S drückst, da beugst du dich nach vorne weiter. Ach so, okay. Ja, gut. Dann ist ja wieder dran einknickt, oder? Ja, sehe ich. Da kommst du auch genau drüber. Ah. Wo ist denn jetzt die X-Taste? Hier ist die X-Taste. Füllt sich nicht, oder? Doch, füllt sich. Doch, füllt sich, ja. Ach so, Gott, oder? Ey. Also, willst du weitermachen oder soll ich machen? Ja, ich mache weiter. Jetzt kann ich. Jetzt musst du ja ganz rüber lenken zu dem anderen. Ja. Hey, du hast die Klappe hier hinten zugemacht. Ja, jetzt musst du mal die Klappe aufmachen. Weißt du, baggern kann ich nicht, Ladung verladen kann ich nicht. Klappen aufmachen kannst du nicht. Klappen aufmachen kann ich nicht, Betonpuppe kann ich nicht. Ach, Mann, ey. Wir ziehen dich einfach durch. Ja. Kranfahren kann ich, Kranfahren geht, ja. Meinst du?
Ja, ich glaube, das hat eben ganz gut funktioniert. Naja, außer dass du statt die oberste Ladung die unterste Ladung genommen hast. Hast die Augen zugemacht und machst, sei der Kran. Sei der Kran. Wir kämpfen für ihn, sei der Schläger. Sei der Schläger. Klingelt das Telefon und dann warten sehr kurz. Ja, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Telefonsex-Angebot. Das sieht doch gut aus. Ja, kannst du bitte mit den Pfeiltasten ein bisschen spielen? Ja, muss ich nach unten. Noch eingeknickt bist du auf jeden Fall. Jetzt musst du nur mit den Pfeiltasten ein bisschen üben. Nee, jetzt drücke ich gerade S, drücke ich jetzt gerade. Ja, du sollst aber die Pfeiltasten nehmen, damit die anderen Dinge auch benutzt. Ah. Jo, bist drauf. Was ist los? Oh. Sag nichts mehr. Ey! Vor allem, die Tasten sind so weit auseinander. Wie kann man denn da den falschen Knopf drücken? Das ist Leertaste und X bei mir, ja? Ja. Die sind doch nicht weit auseinander, die Tasten. Na klar. Aber sie sind optisch unterschiedlich. Die eine ist groß und lang, die andere ist klein. Ja. Kannst du laufen? Das ist genauso, wenn du nach Afrika fliegen würdest, sagst, Mensch, sind hier viele Chinesen. Jo, so. Mach auf. Achtung, kein X drücken. Doch, X muss ich drücken jetzt. Er muss ja X drücken. Ich drücke ja kein Letter, das tut mir leid. So, ist voll. Da ist noch leer und da ist noch leer. Kannst du auch irgendwo, wo du das hingehst. Ich geh jetzt erstmal zu dem hier. Dass ich so rantaste, so langsam vorsichtig. Wo er gar nicht hinkommt, oder? Nein, doch, wenn er mal zur Seite den Pfeiltaste rechts und links benutzt, wird das vielleicht. Mach ich klappen. Doch gerade, ich drück doch gerade Pfeiltaste rechts und links. Jetzt musst du S benutzen. Ja. Na gut, wahrscheinlich stehst du wirklich zu weit weg. Kannst versuchen, den vorderen zu treffen. Warte mal. Kannst du es versuchen? Ja, jetzt stehe ich wirklich weit weg. Wie soll ich das denn schaffen? Will einknicken mit den Pfeiltasten? Achso, den vorderen. Ja, den vorderen kriege ich jetzt hin. So, seht ihr? So. Jetzt aber. Ich denke, dass niemals mit deinem Lebenslauf, wenn du dich mal auf den Bau bewirbst. Ja, ja. Dann lösche ich ihn. So, und jetzt rein. Nach sieben Stelzen, nach sechs Stelzen hast du endlich das siebte richtig erwischt. Ja. Ja, komm, komm. Oh nein, so. Irgendeiner fehlt noch. Der hintere? Ja, der hintere fehlt noch, ja. Ja, aber lass mich mal versuchen, den hinteren zu treffen. Kann auch nicht so schwer sein. Ich versuch's nochmal, warte, komm. Jetzt will ich's wissen. Willi will's wissen. Ja, mach einfach, knick das Ding mit Leertaste ein und dann mach einfach X an, dann fliegt der Rest schon rein. Aber versuch einfach mit Leertaste, genau. Aber ohne, dass es mit X offen hast schon. Ah, das reicht nicht. Kommst du noch ein bisschen runter? Ja, das sah gut aus, lass mal schwingen. Ja. Muss ein bisschen höher. Mach X einfach an. Ja, kommt ja nicht ran vom Schwingen her, das ist das Problem. Vielleicht, weil du X anmachst, dann mal so weit schwingt. Lass mal erstmal schwingen. Ja, warte. Jetzt. Ah, okay, aber ich musste. Ich hätte noch einen Tick weiter runter gemusst. So, Moment. Jetzt hängt er. Nein! Falsche Taste! Oh. Nein! Och Mann, ey. Dass sie dann seine Nerven auch behält, ey. Und jetzt X. X. Hab ich doch. X. Oh nein. Ach, fast. Hat das gebracht? Du hast 97%. Jetzt knickst du da ein. Und jetzt X. Ja, ich drück vorher schon mal X, warte. Hier, Leute, das bringt nicht. 97%. Versuch lieber in den anderen Dingen noch was reinzumachen. Jetzt. Ah. Warte mal kurz. Ich hab eine Idee. Steig mal aus. Ja, bin ich. Scheinbar von oben runterspringen. Oh, das ist angelassen. Ja, das wischen wir nachher weg. Das macht dann ja der Lehrling, wischt das nachher weg. Aber das Ding ist schon jetzt halb voll. Da kommst du nicht an, ne? Also es ist... So, mal kurz gucken. Becken. Jeden Millimeter ausnutzen. Weiter strecken.
Ja, 2% habe ich geschafft. Ja, hui! Noch 1% fehlt. Ich muss mal F1 wegdrücken, sonst sehe ich nichts mehr. Ja, stimmt, 99%. Oh, verdammt. In der Zeit hätte man sich auch einfach noch umstellen können, aber... Nein! Das wird zu einfach. Das wäre zu einfach gewesen. Ja. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ihr lieben Leute? Yeah! Das, aber... Kommt aus. So. Oh, yeah. Warum hätte ich denn hier schon wieder umgehauen? Oh, Mann, oh. Das ging jetzt flott. Was müssen wir jetzt machen? Wandgrundierung. Ja, dann holen wir jetzt mal die Wandgrundierung. Die ist schon da. Ah, die ist schon da. Ah, herrlich. So, dann sind wir auch schon wieder zurück. Bettung muss schlafen. Was macht ihr denn da? Nur mit Idioten umgeben. Wo muss das überhaupt hin? Irgendwo im Bereich? Was hast du denn mit mir gemacht gerade eben? Dann willst du einmal dem Flo helfen und... Ja, genau. Danke, Flo. Guck mal, wie ich stehe. Was machst du denn da, Smirnoff? Du hast mich gerade umgeworfen. Sorry, unschuldig. Was machst du denn da? Ich weiß auch nicht, wie du das hinbekommen hast. Ja. Wie sieht denn das Steamy Boy jetzt überhaupt schon aus? Das sieht doch richtig gut aus, ey. Wir laufen schon mal... Wir machen schon mal die Vorabnahme hier. Ich gehe jetzt mal hier in den ersten Stock schon mal. Des Steamy Boys. Hau mal das Zeug ein bisschen näher ans Steam-Gebäude ran, wenn du Zeit hast, da. Ach Gott. So. Ja, Mensch, das sieht doch richtig schnuckelig aus hier. Die Betonpfeiler haben wir gut gegossen hier. Hm. Darf man gar nicht so genau hingucken. Ja. Wir. Ja, wir. Wo lädst du jetzt die Ladung ab? Ich tue mich schon mal aus der Verantwortung rausholen. Ich war's nicht. Ja, das sag ich dann auch immer. Aber es ist ganz schön düster. Gibt's wenig Lampen mehr eingebaut oder so? Wir machen nur das Bauen, wir sind kein Elektriker. Ja, stimmt. Funkenhascher machen. Der Elektriker-Simulator, das war auch nochmal ein lustiges. Es reicht schon, dass es einen Putzsimulator gibt. Stimmt, es gibt einen Putzsimulator? Natürlich. Ja. Warum haben wir den noch nicht gespielt? Weil es lange dauert. Da wir wirklich keine Scheiße machen darf. Ja. Okay. Abgesehen von dem Schafsimulator, der kein Simulator ist, aber okay. Simulator, du spitzt eine Ziege in ihren natürlichen Lebensraum. Ja, in der Stadt. Die mit einem Beil und einer kilometerlangen Zunge auf. Ja, die auch 5 Menschen opfert, um zur Dämonenziege aufzusteigen, ja. Genau. Ich kenne so eine Ziege auch persönlich. Jesus-Ziege. Und die Mikrowelle, ne? Im Multiplayer. Ja. Die Pizza spucken kann. Pau, pau, pau. Nimm das, Ziege. Der Marke sieht doch nicht schlecht aus beim Ziegensimulator. Da machst du Kartentricks und du schwörst so Karten vor dich hin und plötzlich kommt so eine Flammenwand raus. David Copperfield. Wäre nicht stolz auf uns. Nein. Nee, nee. Er würde weinen. Ich glaube auch, ja. Oh, hier fehlen die Fenster auch noch, ne? Ey, das ist das, das ist das Fenster für Leute, die Scheiße gebaut haben, werden einfach rausgeschmissen. War es der Meinung, Fenster wären zu teuer dafür, die Mutter zu ersetzen? Ja, es sieht wirklich sehr schön aus, was wir hier schon gebaut haben. Ich bin gespannt, wie der nächste Bauabschnitt aussieht, wenn wir damit fertig sind. Ja, Betongießen. Oh nein. Noch mehr Betongießen. Wir müssen jetzt noch vorne eine Statue gießen vom Steammacher. Echt? Weiß ich doch nicht. Wie heißt denn der Steammacher eigentlich? Ich habe den Namen vergessen. Keine Ahnung. Gott? Heißt der nicht Richie Rich oder sowas? Nein. Nee. Oder Mikey Mike. Na, aus welchem Film ist Mikey Mike? Oh, weiß ich gerade gar nicht. Dachte mir irgendwas. Ich bin der Meinung, es ist Departed unter Feinden. Ich hätte gehofft, dass ihr das wisst. Aber aus welchem Film ist Whitey Whiteman? Walter White kenne ich. Nein, Whitey Whiteman. Das weiß ich nicht. Gib mir einen Tipp, der ist schwarz. Super. Weiß ich nicht. Nackte Kanone. Ah. Hat jemand das was gesehen? Ja, mein Name ist Whitey. Whitey Whiteman. Ja. Die nackte Kanone ist großartig. Oder einen von Leslie Nielsens Filmen. Das sind doch fast alles dieselbe. Ja, das stimmt. So. Jetzt haben wir ein Dach drauf gemacht. Wuhu. Ach du Scheiße. Aber jetzt müssen wir nur noch. Jetzt müssen wir nur noch 4 Elemente gießen. Ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Stimmt. Ja, aber Leslie Nielsen ist doch schon tot, ne? Ja. Ich glaube, der ist gestorben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, vor einem Jahr oder so.
Ja. Der ist schon länger tot, oder? Warum ist denn jetzt ständig F1 an? Ich weiß, ach, ich glaube, der ist 2011 ist der, glaube ich, gestorben. Nee. Ich guck mal eben kurz mal hier rein. 2012, früher nicht. 2012? Ich guck mal eben kurz. Klappt mal hinten auf. Ich guck mal eben kurz bei Wikipedia. Also das finden wir nochmal raus, wann der gestorben ist. Wikipedia. Kannst du auch bei Necropedia gucken. Es gibt Necropedia? Na klar, da stehen nur Tote drin. Okay. Weißt du, wie oft schon Justin Bieber da drin stand? Ziemlich oft, vermute ich. Ja. So, Wikipedia. Hat Wikipedia keine mobile Seite eigentlich? Sieht nicht so aus. Ja, was? Nein. Eine mobile Seite. Aber du hast ja kein Smartphone, ne? Leslie. Bist du jetzt eigentlich auf das Dach da? Kommst du da noch eine Treppe hoch? Ich glaube ja. Ah, das ist meine Etage, die Chefetage. Ist ganz schön schwierig hier im Handy das einzugeben. Nielsen. Och, ich möchte nicht spenden, liebes Wikipedia-Team. Du musst die Pfeiltasten benutzen, wenn du keinen Controller in der Hand hältst. Ja, ja, mach ich ja gerade. Ich wundere, wenn der erst nach hinten weggeht, das ist normal. Also weit hätte es, glaube ich, gar nicht ausklappen brauchen. Außer so. Du willst oben am Kran irgendwas gießen, vielleicht ein Gegengewicht oder so. Ah, nee. So, Leslie Nielsen. Ah, wir haben übrigens alle Unrecht gehabt, ne? Was denn? Der ist am 28. November 2010 gestorben. Da ist doch schon so lange schon. Tot. Ja, doch schon so lange, ja. Da hört ja wieder mal keiner zu. Doch nicht wichtig, was du sagst. Ach, George Kennedy, der ist doch auch schon tot, ne? Das war doch hier der Police Inspector. Oder lebt er noch? Ne, ja? der lebt noch. Der ist mittlerweile, ja? 89 ist der. Wer denn? Der George Kennedy. Das zählt nicht, warum zählt das nicht? Ich komme genau rein ins Log. Das war der, na, wie hieß er noch, der nackten Kanone? Das war dieser Polizeiinspektor. Der, jetzt gucken wir kurz, wie er hieß nochmal. Bulle von Tölz? Nein, der hat auch bei der nackten Kanone mitgespielt. Keine Ahnung, wie du meinst. Der Dicke oder was? Oder der Schwarze? Nein, nicht der Dicke, der im Polizeirevier, der Chef da, der... Bei Police Academy meinst du jetzt sowas? Nein. Keine Ahnung, wie du meinst. Mhm. So, jetzt durftest du treffen. Dann pump mal los. Kennt einer von euch Braindead, den Film? Ja, klar. Ich hab auch mal die falsche Taste gedrückt. So, Captain Ed Hocken. Aus Police Academy. Also doch, Police Academy. Nein, nicht Police, nicht Police Academy, sondern die nackte Kanone. Die nackte Kanone, da hat er den Captain Ed Hocken gespielt. Und O.J. Simpson hat er sogar mitgespielt. Jetzt sind drüben die Augen, einer von beiden. Ah, hier, mach mal dir, dann füllen sich wieder beide. Das ist voll da hinten. Füllen sich komischerweise nebeneinander, die sehr aneinander sind, füllen sich beide. Die ist voll. Ich dachte, das wäre leer. Mach einfach. Nee, der ist voll. Der füllt sich jetzt hier drüben das Ding auf zur Hälfte. Ja. Muss hier reinkippen, dann reicht das schon. Also bei mir ist das Ding auch voll, wo Hidan jetzt gerade steht und was reinkippen will. Scheiße, ich glaube, ich bin zu nah. Das schaffst du, musst dich nur einwinkeln. Drück W. Kann ich nicht mehr. Ich bin schon zu weit. Ist hier noch was frei? Da würde ich drankommen. Kannst du versuchen, ob sich das andere mit auffüllt? Das kannst du machen. Ja, es füllt sich mit auf. Ja, ist voll. Dort springen wir vom Dach. Oh, wir müssen. Yeah. Mach die Baustelle frei. Betonpumpe, Walzenzeug, Betonmischer, Hidan, Zwirnoff. Ich bin wieder floaten. Moment. Ach, das Walzenzug noch. Woohoo. Wir haben es geschafft. Yeah, wir haben das Ding gebaut. Ich bin so stolz auf euch. Wie sieht das aus? Sieht richtig schön aus jetzt. Hier, guck das mal an. So, nach über 64 Minuten, zumindest 64 Minuten Aufnahme, wir haben insgesamt noch viel länger gebraucht, haben wir das 7-Gebäude fertig gebaut. Und in der Mitte steht ein riesengroßer
Tannenbaum, der ein bisschen so aussieht, als wenn man... Im Beton. Der ist ein bisschen schief geschnitten. Oh, guck mal, hier ist sogar ein kleiner Teich. Hui, schön. Ist das nicht toll? Hier kann man bestimmt hier auch irgendwie... Kann man ins Wasser rein? Angeln? Ja. Das ist Eis! Eis ist Eis. Hier Alter, Eis hier! Wir können Schlittschuh laufen. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Können wir auch rein? Kann ich hier irgendwo klingeln? Hallo, Steam. Nicht. Nee. Die lassen hier ist eine Wippe. Wo ist eine Wippe? Hier, wo ich stehe, ist eine Wippe. Ich kann es noch nicht anfassen. Und hinter, da ist noch eine Terrasse. Aber man kann da nicht ringsherum laufen ums Gebäude. Oder ja, ist das ein... Oh, doch, man kann. Echt? Ah, schön. Die haben sich richtig gemütlich gemacht hier, ne? In dem Stream. Also Geld ist das ja auch mindestens. Aber haben natürlich ein Heck eingebaut, dass wir nicht näher ans Gebäude ran können, diese Schweine. Das ist die Security. Also auf die Terrasse kommst du. Ja gut, ja, komm. Schoppo, dann machen wir jetzt raus, hier. Oh, das Grill. Aber anscheinend arbeiten hier auch wirklich nur 4 Angestellte, ne? Ja. User joined your channel. Also mehr arbeiten hier nicht. So, jetzt haben wir das alles fertig gebaut. Da ist der Frevel schon wieder. Der hat schon wieder hier unsere Aufnahme schon wieder gestört hier, ne? Oh, sorry. Ja. Unfassbar, ey. Landwirtschaftssimulator versagt da immer die ganze Zeit, ne? Apropos Landwirtschaftssimulator, können wir mal jetzt schnell die Kettensäge nehmen und die ganzen scheiß Bäume hier fällen? Ja. Ist verbuggt. Aber guck mal, die Scheiben sind sogar mit Sichtschutz, ne? Kann man nicht rein? Ja, ja. Oh! Hidan? Was? Komm mal zurückgelaufen, bitte. Wohin? Such uns. Wir haben Verstecken. Wir spielen Verstecken mit dir. Du weißt schon, dass ich auf der Minikarte euch sehen kann und eure Namen auch? Ja. Nein! Wie kommst du drauf? Aber du siehst uns nicht. Ja, da? Ist ja euer Name? Ja, lauf doch mal rein. Ich bin auf der anderen Seite. Servus. Aber ist auch geil hier mit dem Weg. Der einfach ins Nichts führt. Ja. So, aber jetzt. Okay. Ich habe mich wirklich versteckt im Steam-Gebäude. Ach, man kann sogar. Also, sieht von innen mal nicht so schön aus, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Die komplette Einrichtung fehlt noch. Ja, irgendwie schon. Vor allen Dingen, die haben ganz ekligen Teppich. Guck mal den Teppich an. Warte mal. Kann ich den Teppich überhaupt sehen? Oh, stimmt, so Grasteppich, ja, ja. Ja, das ist echt so ein ekelhafter Kunstteppich, glaube ich. Naturbelassen ist das. Ja. Oh, also, ich muss ja sagen, hier krass hier. Guck mal, die haben so gut geteert, die teeren sogar durch die Mauer durch. Wo? Was? Wo bist du denn? Hier, von im Zaun. Im Zaun bist du drin? Nein, hier. Guck mal, die teeren sogar durch den Zaun. Ja, haben wir ja. Unfassbar, ja. Einfach nur krass hier. Geile Sache. Das ist schon echt nicht schlecht hier. Wollen wir hier weiter? So, also, wir haben jetzt wirklich, das ist glaube ich eine der längsten Folgen, die wir jetzt jemals gedreht haben. Muss man ja zusagen, wenn nicht sogar die längste Folge. Ne? Herzlichen Dank an Hidan. Der uns das überhaupt erst möglich gemacht hat, dass wir hier an dieser Baustelle mitwirken können. Natürlich auch an Smirnoff für seine großartige Unterstützung. Joa. Im Drehturmkran. für mich brauche ich mich nicht zu bedanken, denn ich habe eigentlich nichts geleistet. Ja, du hast uns nur Arbeit gemacht. Richtig, genau. So, und wenn euch das Video gefallen hat und wir mehr Steam-Gebäude bauen sollen. Nein. Oder wenn wir mal ein Mediamarkt-Gebäude bauen. Stimmt, sollen. Den Mediamarkt wollen wir demnächst jetzt auch noch bauen. Ne? Genau. Da, wir kaufen uns mal wir haben ja die Vorbestellerversion von Mediamarkt, haben wir ja schon da, so ungefähr. Dann bauen wir auch gerne nochmal den Mediamarkt nach. Wahrscheinlich wird er an derselben Stelle positioniert sein wie der, so. Naja, ich glaube ehrlich gesagt, der wird dann in der Stadt sein, irgendwo beim City Center. Stimmt, dann wird das City, aus dem City Center wird dann wahrscheinlich. Oder da vorne die große Kirche, die kann ja ruhig weg, der Dom da. Richtig. Wir brauchen nicht schon eine Kirche, wenn da ein Mediamarkt Platz wird. Da gibt es eure elektronische Bibeln. Ja, sehr schön, ja. In diesem Sinne, wir sind auch eure elektronische Lernfibel. Abonniert uns sehr gerne, liked dieses Video und kommentiert auch gerne, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Anregungen habt. Und, Ach ja, Flo? Ja? Da unten, wo du gerade bist, das ist übrigens der Pool vom Bürgermeister, den ich gebaut habe. Wo? Da ist doch ein Pool rechts von dir. Rechts von mir sehe ich einen Pool? Na, da, wo du jetzt bist, jetzt links. Links? Einfach den Weg da folgen. Ach, hier der Pool. Der sieht aber ein bisschen aus wie, naja. Also cool. wenn man die Bäume mal so guckt. Wenn der jetzt am Ende geradeaus durchgehen würde noch, na, dann könnte es ein bisschen komisch aussehen. Jesus. Stimmt, du gehst übers Wasser. Ja, auch das ist im Bausimulator ohne weiteres möglich. Man kann einfach mal beim Bürgermeister reinlaufen und ein bisschen Randale machen. Ach, das ist nur sein Pool. Das ist nur sein Pool, das Haus ist daneben. Das Haus ist rechts oder links von daneben? Das Weiße da. Das Weiße, das ist das Haus vom Bürgermeister, auch schön. Und aus dem Grund, weil links kein Haus ist. Ja, stimmt, links ist kein Haus. Naja, also in diesem Sinne, wir sind als mobiler Bautrupp auch weiterhin unterwegs. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Smirnoff. Bitte.
Tschüss, Hidan. Ciao, ciao. Tschüss, Frevel. Ciao. Der einfach immer in die Aufnahmen reinplatzt.